Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute Giardina. Modern oder romantisch? Viele der Gärten hier haben ja mit ihrer Gartensituation zu Hause nicht so viel zu tun. Die Gärten sind kleiner, die Gärten sind improvisiert, das sind weniger gestylt. Aber die Frage, modern oder romantisch, ist eigentlich eine Frage, eine Dichotomie, die auch Sie zu Hause im Garten beschäftigt. Also, was würden Sie wählen? Hier hat Wetzelgarten, die haben den Garten hier entworfen. Wetzelgarten haben zwei solche Gartenkonzepte entworfen. Hinter mir der, naja, ist das romantisch? Eigentlich auch ein bisschen. Aber das soll wohl der moderne Garten sein. Ja? Würden Sie den wählen? Oder würden Sie auf der anderen Seite den romantischen Garten wählen? Also meine persönliche Wahl wäre klar. Aber auch hier haben wir moderne Elemente, diese Möbel, diese vier Bäume hier, die klaren Linien hier in der Mitte. Und auch dort hinten, an diesem großen Tisch, könnte man sich vorstellen, dass es gemütlich wird. Also modern und romantisch sind keine Gegensätze, sondern können im Garten, nicht zuletzt dank der Pflanzen, zusammenfließen.